So, und immer noch in der gleichen Aufnahme, echt nur eine kleine Sprachpause eigentlich gemacht, begrüße ich euch ganz, ganz herzlich wieder zurück zu Spore, dem Let's Play. Und wir haben das letzte Mal die Zellphase erfolgreich abgeschlossen und sind nun bereit zum Weiterentwickeln. Diese Zeitachse zeigt die Geschichte deiner Aktionen in der Zellphase an. Du hast Wesenszüge entwickelt, die dir in einzigartigen Fähigkeiten beherrschen. Was? Du hast Wesenszüge entwickelt, die dir einzigartige Fähigkeiten bescheren, von denen zukünftige Generationen profitieren werden. Welchen Weg hast du eingeschlagen? Damit ist gemeint, dass ich hier unten, hier zum Beispiel als nächstes kann ich, wenn du diese Fähigkeit einsetzt, beeindruckst du kurzfristig alle Kreaturen in deiner Nähe. Dies erleichtert die sozialen Interaktionen mit ihnen. Das ist, während den einzelnen Phasen kriege ich jeweils einen von diesen Bonis. Das bedeutet, bis zur Weltraumphase kann ich 1, 2, 3, 4 Bonis sammeln. Hier sehen wir auch noch die Jahre, Evolutionsuhr. Wir sind nach 3 Milliarden Jahren 3 Milliarden 300 Millionen Jahren so weit gekommen. Keine Ahnung, ob das irgendwas wirklich zu bedeuten hat. Also, wir sehen, der Beginn war hier im Jahre 300.000 und jetzt befinden wir uns im Jahre was auch immer. Whatever, wir machen weiter. Ich schließe die Zellphase ab und besiedle die Oberfläche. Ich glaube, das ist so ein Versuch von EA gewesen, Achievements in das Spiel einzubauen, aber das hat nicht so gut geklappt, glaube ich. So. Das ist der Übergangseditor, wie ich einfach nur schon ans Land komme. Und ich habe mir gedacht, weil ja jeder auch so einen Zweibeiner macht, dass ich das eben nicht mache. Kein Zweibeiner für den Leid. Das heißt, wir machen einen Vierbeiner. Also brauchen wir ein bisschen mehr Punkte. Da wir aber diese ganzen Sachen hier nicht mehr gebrauchen können, ist das vollkommen in Ordnung. So. Können wir uns... Ah, okay. Wir können uns noch gar keine Hände machen. Auch gut. So. Der Kopf wird ein bisschen dicker. Aber ich möchte gern zwei Augen, weil ich finde irgendwie ein Auge sieht so falsch aus. So. Das Ganze bekommt dann noch einen klitzekleinen Schwanz. Aber vielleicht nur so einen kleinen erstmal. Kann man später noch alles ändern. Und in den Farbendingen können wir jetzt schon einiges Neues auswählen. Und weil ich diese vorgefertigten Farben echt doof finde, baue ich sie mir gerne selber zusammen. Und ganz gerne benutze ich solche Grundierungen so ein bisschen gemustert und schiebe dann darüber vielleicht gern so Streifen. Wie sieht denn das aus? Ganz gut, aber die Farbe gefällt mir nicht so. Ich dachte mir so an sowas. Ein bisschen dunklere, aber doch nicht zu dunkel. Ja, und die Details sind so Fußdinger und sowas, da kann man zum Beispiel das hier ganz gern machen. Allerdings auch diese Farbe ist natürlich nicht wirklich optimal. Dementsprechend wäre hier ein ganz helles... Hallo. Ganz... Hallo. So, ein ganz helles Grün angepasst. So. Boah, braucht ziemlich lang, um die Textur nachzuladen. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen zu hell. Nehmen wir mal aus dieser grünen Palette was. Ah, das ist krass. Das ist alles ziemlich krass. Mal in die Richtung. Ja, ich bin pingelig, was das angeht. Gut. Kann man nehmen. Wird sich alles noch verändern in der Zeit. Wenn ihr übrigens auch ein Zweibeiner sehen wollt, wie gesagt, lasst mir die in den Kommentaren wissen. Oder auf Facebook, da werdet ihr, oder auf Twitter, da werdet ihr sehen, bevor ich vermutlich in die Dorfphase gehe. So. Evolutionstypen, was auch immer. Der Froschbub. Wir sehen hier unten so ein paar Viecher, die erstellt wurden, die man sich runtergeladen hat oder eben nicht. Ich bin aber nicht angemeldet bei dem Spore-Ding, weil ich keinen Bock drauf hatte.
bin mir ziemlich sicher, dass es so es damals nicht ausgesehen hat, als die Viecher an Land gingen. Aber gut. Vor allen Dingen, weil sie schon ein Nest haben. Um das mal genauer zu erklären für Besserwisser, ich bin mir deswegen sicher, weil ich denke, dass die Wesen, die damals an Land gingen, den Sauerstoff schon einatmen konnten, bevor sie an Land erstmal gegangen sind. Das heißt, sie sind ab und zu wie Wale oder so einfach aufgetaucht. Und ich denke nicht, dass die einfach plötzlich gemerkt haben, oh, ich kann Luft atmen. Also, frische Luft ohne Wasser, ich kann ohne Wasser leben, ach, was auch immer. Ein neuer Tag bricht an und für dich eine seltsame und wunderbare Welt. Luft füllt deine Lungen, als du deine Gliedmaßen ausstreckst und deine neue Heimat betrittst. Das Festland, das Evolutionswettrennen, hat begonnen. Tut mir leid. Leichter gilt. Du bist nun eine Kreatur, umgeben von deinen Nestgenossen. Um dich weiterzuentwickeln, musst du dich anderen Spezies auf diesem Planeten kennenlernen und DNA sammeln. Neue DNA bringt deinen Fortschrittsanzeige voran. Sehen wir uns das einmal an. Diese Leiste zeigt deine Fortschrittsanzeige an. Sie füllt sich, wenn du Verbindungen mit anderen Spezies eingehst oder dafür sorgst, dass sie aussterben. Gehen wir nun dein erstes Ziel. Hier stehen deine Ziele. Wie du siehst, ist Nahrung für dich überlebenswichtig. Schauen wir mal, wie man sich umsieht und Nahrung findet. Rechte Maus ist gedrückt halten, um die Kamera zu drehen. Ja, weiß ich. Können wir das bitte überspringen, das Tutorial? Ich kenne das. So, da haben wir unseren ersten Mund. Was ist das? Ein neues Teil entdeckt. Stell dir vor, bla bla bla. Kann ich überspringen. Klicke unten auf den Paarungsbutton, um deinen Paten zu finden. Bla bla bla, ist okay. Brauche ich noch nicht. Wenn wir Hände hätten, könnten wir diesen Stock aufsammeln. Ich möchte erstmal die Gegend angucken. Eine Muschel. Diese Idee mit dem Vierbeiner gefällt mir ziemlich gut. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Wir können hier unten umstellen zwischen aggressiven und freundlichen Aktionen. Aber wir gucken uns mal an, was wir bekommen. Wir starten, weil wir in der vorigen Phase als Pflanzenfresser waren, auch relativ mittig in dem sozialen Gebiet. Wir können das allerdings ganz leicht hier runtertreiben. So, was wir kriegen ist in der Raketenphase, danach gehe ich meistens. Diese Fähigkeit macht all deine Kolonien zufriedener und verringert die Wahrscheinlichkeit eines Aufstandes. Diese Fähigkeit beschleunigt die interstellare Raumfahrt. Diese Fähigkeit erhöht die maximale Gesundheit deines Schiffes. Eine sehr nützliche Sache. Dennoch denke ich, dass ich auf sozialer Ebene bleiben möchte, denn dass die Kolonien weniger Aufstand zu machen und mehr Zufriedenheit, das ist einfach super. Da muss man sich nicht so sehr um die kümmern. Ich weiß übrigens nicht, wie weit ich sie nachher in der Weltraumphase noch spielen werde. Die sind übrigens auch gerade erst aus dem Wasser gekommen. Was ist denn das? Du bist auf eine neue Spezies gestoßen. Willst du ihn Freund oder Feind haben? Nimm deine Haltung ein, dann kannst du deinen neuen Nachbarn entweder ansingen oder anfauchen. Deine Haltung bestimmt, ob du eine andere Kreatur angreifst oder freundlich mit ihr umgehst. Vor der Interaktion klickst du auf den grünen Button für Freundschaft oder auf den roten für Abendessen. Danach kannst du einzelne Fähigkeit-Buttons benutzen. Okay. Der Abschluss der Zellphase hat dir eine neue Fähigkeit beschert. Klicke auf diesen Button, um sie einzusetzen. Können wir gleich mal machen, genau. Sirenenlied lässt mich hier gleich mal ein bisschen leichter die Leute beeindrucken. Bist du fertig? Okay. Und jetzt singe ich ihn an. Da die Viecher auch gerade erst aus der Kreaturenphase, also aus der Zellphase rausgekommen sind, können die auch nicht viel mehr als singen. Und wie ihr seht, ich bekomme neue Teile, wenn ich sie beeindrucke, beziehungsweise wenn ich sie töten würde. Gut gemacht. Der Sieger bekommt die Beute. Du bist auf dem Weg einem größeren Gehirn und einem schlaueren Ich. Sehr schön. Ich möchte gerne euer Teil haben. So. Jo, singen kann ich. Kein Problem. Die vier können, wie gesagt, auch nichts anderes. Deswegen ist es ganz gut. Einen muss ich noch beeindrucken, dann habe ich diesen Stamm als meinen Freund.
Das machen wir auch gleich mal. Und yay, ihr seht, hier unten füllt sich die Anzeige wieder. Ich bekomme ein bisschen DNA und habe sie jetzt als Freund. Wir sehen sie auch auf der Karte markiert, sogar mit dem Namen. So. Wenn wir essen wollen, einfach auf so eine Frucht zum Beispiel klicken und sie isst. Sehr gut. Hier sehen wir eine Essensanzeige, hier sehen wir die Lebensanzeige. Ich hoffe übrigens, dass ihr das Ganze wirklich im Vollbild sehen könnt. Denn ich habe das ganze Video, das ganze Spiel auch auf 1027p gestellt, damit das eben funktionieren soll. Das wollte ich nicht. Geht das? Nicht? Okay. So. Ich denke trotzdem, für den ersten Spawn-Anlauf sollte das genügend sein. Ich werde mich jetzt noch daran ranmachen, das Video zu schneiden und zu rendern. Und freue mich dann, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Auf unserem Planeten mit unserem Leidikus. Auf unserem Planeten Leidus mit Leidikus. Dann bin ich kreativ. Bis dorthin, euer Yannick, over and out.